dann sehen wir uns doch mal die Kunstfabrik etwas näher an, indem wir die Internetseiten besuchen. Umbra Kunstfabrik, eingetragener Verein. Motto: mit besonderen Menschen besondere Kunst entwickeln. Dazu muss man wissen, diese besonderen Menschen sind, sagen wir mal, gefallene Engel, die natürlich im Leben nicht aus freien Stücken gescheitert sind, sondern eben weil sie Pech hatten. Dann hier die Partner, die sagen normalerweise einem üblichen Bürger nichts, aber dann der Vorstand. Neufeld, jetzt nochmal Neufeld und nochmal Neufeld. Und wenn man irgendwie auf irgendeinen Namen klickt, tut sich nichts. Aber bei Raimund Neufeld wird dann sozusagen der Gesangsverein angestimmt. Nochmal, der erste Vorsitzende, Raimund Neufeld. Der lobt natürlich sein Projekt über den grünen Klee. Muss er ja auch tun, er will ja Geld haben. Aber wir müssen uns mal etwas näher ansehen, was denn gemacht wird. Da sind Projekte. Projekte können sein Angelegenheiten, die durchgeführt werden, aber auch Sachen, die man nur plant. Dann wird hier auf Gedichte verwiesen, die eine ehemalige Straffällige geschrieben hat, von denen die Welt wahrscheinlich auch nicht allzu viel wissen will. Und ob das wirklich förderungswürdig ist, ob die Welt auf sowas wartet und dann auch auf die Geschichten, darf wohl etwas bezweifelt werden. Das Publikum ist ja heute überflutet mit Informationen und wird kaum auf irgendwelche Werke aus diesen Kunstprojekten scharf sein. Dann hier finden Sie in Kürze. Wann das geschrieben wurde, weiß ich nicht, aber immerhin geschehen ist ja wohl nichts, sonst würde man ja nicht weiterhin in Kürze etwas finden. Dann die Künstler, auf die ich nicht näher eingehen werde, weil ich diese Leute nicht kenne. Aber da ist dann eine Julia Neufeld aufgeführt auch, zu der Näheres jetzt hier nicht aufgerufen ist. Und das waren sie dann auch. Diese Sabine T. ist, wenn ich mich nicht täusche, die Dichterin. Ja, hat ein schweres Schicksal gehabt. Und war dann wegen Mordes angeklagt. Und hat von ihrer Strafe 9 Jahre und 5 Monate und 18 Tage abgesessen. Dann hier Presse und TV-Beiträge. TV-Beiträge. Nichts zu finden. Hier die angegebene Seite nicht auffindbar. Dann haben wir hier unter Presse etwas aus der Bild-Zeitung NRW. Eine Mörderin schreibt heute Gedichte. Das ist natürlich eine Wahnsinnsschlagzeile für die Bild. Dann ist da jemand Skulpturen basteln. Und dann kommt unten noch Ölgemälde malen und singen in der Band. Das sind also dann wohl offensichtlich die Resozialisierungsbemühungen. Und ob das, was die Leute dann tun oder tun sollen, ob das so gefragt ist, da im Winkel zwischen einer Seitengasse, das alte Pfarrhaus,
zur Straße hin. Sehen wir uns das doch einmal näher an. Die Kunstfabrik. Direkt neben der Kirche. Oje, sieht aber nicht sehr gepflegt aus hier. Wer lässt denn seinen Garten so verwildern? Und dann hier. Das ist also die Umgebung einer Kunstfabrik. Total verunkrautet, ungepflegt. Da hat wohl niemand Zeit für, auch wenn die Blume noch so schön ist. Vielleicht ist das ein Ausdruck von Kunst. Hier eine Kinderbadewanne. Also, wo Kunst gelehrt, gelernt und auch praktiziert werden soll, muss man doch fragen dürfen, ob da nicht auch eine gewisse Ästhetik zugehört. Mit besonderen Menschen besondere Kunst zu entwickeln. Vielleicht ist das wirklich die Kunst hier, alles verwahrlosen zu lassen. Wir haben heute den 11.08.2012 und hier noch die Einladung vom letzten Jahr. Sehr ästhetische Gestaltung der Klingeln. Und das nennt sich dann Kunstfabrik. Muss man sich wirklich fragen. Und damit kein Irrtum möglich ist, hier ist die Martin-Luther-Straße 114, der Sitz der Kunstfabrik.